Hallo, wir befinden uns in der Fabrik, wo einer unserer beliebtesten CPU-Kühler hergestellt wird, nämlich der Darkrock 3. Es ist leider ein bisschen laut, aber vor allen Dingen, es ist unfassbar heiß. Marius, warum schwitze ich so viel? Ja, Dieter, die Frage kann ich dir ganz einfach beantworten. Wenn ihr nämlich mal nach hinten schaut, seht ihr einen Ofen, der aktuell eine Temperatur von 980 Grad hat. In diesem Ofen werden unsere Heatpipes gebacken, Dieter. Doch fangen wir von vorne an. Die Heatpipes transportieren bei einem CPU-Kühler die Wärme von der Bodenplatte zu den Lamellen. Sie sind damit ein integraler Bestandteil des gesamten Kühlprozesses. Doch bevor diese Kupferschätze die CPU am Laufen halten, beginnt der Fertigungsprozess zunächst auf einer sehr großen Rolle, auf die ein langes, wirklich sehr langes Kupferrohr gewickelt ist. Dieses wird von einer speziellen Maschine abgespult, mit einer beeindruckenden Kraft von 47 Newtonmeter gerade gezogen und in einem ohrenbetäubenden Prozess in lange Stücke geschnitten. Dann werden die künftigen Heatpipes in einer speziellen Reinigungslösung sowie mittels Ultraschall gesäubert. Danach wird zuerst die eine Seite der Heatpipe verdichtet und konisch zusammengedrückt. Das kleine Loch auf der einen Seite dient zur späteren Aufnahme der Kühlflüssigkeit. Anschließend werden die Heatpipes mit einem Kupfergemisch befüllt, wobei ein zentral platziertes Stahlröhrchen dafür sorgt, dass sich die Mixtur während der Befüllung unter heftigen Vibrationen gleichmäßig verteilt. Das ist ein extrem wichtiger Prozess, denn hat man nicht die richtige Menge Kupferpulver in den Röhrchen, gibt es hinterher keinen Wärmeübergang, was die Heatpipe im Grunde wertlos machen würde. Dort, wo sich das Stahlröhrchen befindet, kann später der Wasserdampf hindurchflüchten. Und dort, wo sich das Kupferpulver unter der extremen Hitze mit dem Kupferrohr verbindet und die Kupferkapillaren bildet, wird die kondensierte Flüssigkeit zurück Richtung Wärmequelle transportiert. Und dieser Wärmetransport läuft nahezu in Schallgeschwindigkeit ab. Die Heatpipes mit dem Kupfergemisch werden unter eine dicke Wärmeglocke gesteckt und bei beachtlichen 980 Grad gebacken. Ein Prozess, der etwa 8 Stunden dauert. Anschließend wird das Ergebnis von 3 auf Hochtouren laufenden Ventilatoren gekühlt. Dieser wichtige Backprozess nennt sich Sintern. Nach dem Abkühlungsprozess wird das Kupferröhrchen mit der Kühlflüssigkeit befüllt, die auf destilliertem Wasser basiert, etwa 2 Milliliter pro Rohr. In dem vorletzten Arbeitsschritt wird sämtliche Luft aus dem Kupferröhrchen gesaugt, und zwar zweimal, um absolut sicher zu gehen, dass nichts drin bleibt. Und am Ende wird das Röhrchen komplett verschlossen und damit hermetisch abgeriegelt. Wie es mit den Heatpipes weitergeht und wie aus ihnen sowie den anderen Komponenten schlussendlich fertige Luftkühler werden, verraten wir euch im nächsten Video.